So ihr Lieben, erst vor kurzem haben wir uns gemeinsam live auf Twitch die zwei neuen TV-Spots zu Godzilla Kong angeschaut. Und ja, du kannst da gerne auch einfach mal auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, den habe ich dir mal da oben verlinkt. Oder du schaust auf meinem Reaction-Kanal vorbei, da habe ich dir die Live-Reaktion auch hochgeladen. Auf meinem Reaction-Kanal werden immer alle Live-Reactions dann auch nachträglich erscheinen. Zur Aufnahme dieses Videos jetzt hier ist auch bereits ein weiterer Trailer erschienen, beziehungsweise ein japanischer Trailer, wo es auch noch eine relativ wichtige Szene gibt, über die wir auch noch sprechen werden. Das machen wir aber in einem separaten Video. Stichwort Godzilla in Rom, das kommt später dran, weil das ist ein Thema für sich, wo wir auch noch mal ein bisschen auf die Story an sich eingehen können und was uns dieser Extra-Clip eben alles verrät. Hier sprechen wir jetzt allerdings über die zwei Clips zu Godzilla Kong, die wir uns wie gesagt live angeschaut haben, und sprechen mal darüber, was wir hier alles Neues in Erfahrung gebracht haben. Und ja, definitiv wird es jetzt hier zu Spoilern kommen, deswegen sei auf jeden Fall gewarnt. Wir legen jetzt los, viel Spaß mit dem Video. Okay, bei den TV-Spots handelt es sich um zwei Spots, die im US-amerikanischen Raum bereits erschienen sind, die Spielfiguren von Godzilla Kong bewerben. Unter anderem eben Godzilla, Godzilla Evolved in so einer Variante, wo man Godzillas Hülle so abziehen kann und dann ist er dann quasi die neue Variante, die neue verwandelte Form. Was ich sehr interessant fand, weil das schon fast ist wie so ein Schmetterling, der aus einem Kokon rauskommt. Mothra-Theorie wieder in den Raum geschmissen. Wir bekommen eine neue Scar-King-Figur, die jetzt auch brüllen kann. Und das ist an sich eigentlich noch gar nichts so Weltbewegendes, was wir jetzt Neues erfahren haben. Dazu gibt es noch zwei kleine Clips aus dem Film selber, die jetzt auch nicht allzu viel zeigen. Wir sehen eben jetzt nochmal Kong in der Wüste. Dann sehen wir eben den Aufstieg von Godzilla Evolved jetzt nochmal aus einer anderen Pose. Wir bekommen mit, dass Doug erneut eine größere Rolle spielt. Dazu wird es auch nochmal ein extra Video geben, weil Zuko und Doug werden doch sehr häufig zusammen gezeigt. Und da gibt es auch eine sehr nette Theorie, die wir auch schon im Livestream besprochen hatten, was das wirklich bedeuten könnte. Und dazu kommt auch nochmal ein extra Video. Das heißt ja, auch Doug und Zuko werden eine größere Rolle spielen. Bei Zuko war das ja klar. Und jetzt kommen wir zu einem richtig großen Spoiler, der uns einfach mal einen Teil der Story-Handlung verraten hat. Also es wird zumindest in diesem Trailer zu den Spielzeugen, wird eben darauf eingegangen, was jetzt hier passiert. Und zwar wird dann erklärt, jetzt kämpfen Godzilla und Kong gegen den neuen Gegner, gegen den bösen Scar King. Und dann sehen wir so ein paar Fähigkeiten von den Actionfiguren. Und dann heißt, und auch Zuko tritt dem Kampf bei und unterstützt Godzilla und Kong. Ey, wenn ihr mir nochmal vorwerft, bei allen Theorien, das sind ja meistens echt nur Theorien, die ich von mir gebe, du spoilerst ja alles. Das ist ein Spoiler. Also, man könnte sagen, okay, ich hab's irgendwo kommen sehen, dass Zuko dann doch auf die Seite von Kong und Godzilla wechselt. Wir wussten es aber halt nicht. Jetzt wissen wir es. Es wird im Film passieren. Keine Ahnung, ob man jetzt sowas in Spielzeugwerbung mit einbauen muss. Aber wie gesagt, das haben wir auch schon mal besprochen gehabt, Spielzeuge spoilern wirklich sehr, sehr häufig bestimmte Plot-Details und Story-Details, und deswegen, es wird jetzt hier wahrscheinlich gar nicht so dramatisch sein. Wir sehen auch noch, dass Zuko die Fähigkeit hat, mit so einem Stein zu werfen und schmeißt gar keinen so einen Stein gegen den Kopf. Das wird wahrscheinlich im Film auch nochmal passieren. Das ist jetzt kein großer Spoiler, aber ich finde einfach zu sagen, ja, Zuko wird sich auf die Seite von Godzilla und Kong schlagen, ist dann doch irgendwie was, über das man hätte diskutieren können. Was, wenn Zuko vielleicht doch böse ist oder keine Ahnung, eine ganz wilde Theorie, was, wenn Zuko sich einfach verwandeln kann, dann zu Scar King wird oder irgendwie so ein Kram, fällt eben jetzt alles komplett raus. Das heißt, Zuko ist eben einfach, naja, in irgendeiner Form mit Scar King verwandt, schlägt sich aber eben auf die Seite von Godzilla und Kong. Das war Spoiler Nummer 1. Spoiler Nummer 2 ist jetzt auch sehr interessant, und zwar wird uns jetzt erklärt, was es mit dem Handschuh von Kong auf sich hat. Und ich habe das schon ein paar Mal gesagt, dass ich irgendwo mal gehört habe, dass Kong schon mal mit Elektrizität in Assoziation gebracht wurde. Ihr habt mir daraufhin aber geschrieben, nicht wirklich, also weder in den alten Filmen noch in irgendwelchen neueren. Allerdings habe ich das irgendwo gelesen und ich komme nicht mehr drauf, wo das gewesen ist, dass dieser Handschuh irgendetwas mit Elektrizität zu tun hat. Irgendwas, ich wusste nicht mehr genau was, kann Kong jetzt wirklich damit Blitze schießen oder kann er vielleicht Strom damit absorbieren oder irgend so ein Kram? Jetzt wissen wir es, denn das Spielzeug von Kong zeigt uns genau das. Dieser Elektrohandschuh wirklich mit Strom aufgeladen werden kann, und dann kann Kong quasi damit wie ein Pokémon Elektrohiebe verteilen. Das ist die Fähigkeit dieses Handschuhs. Und ja, auch das wissen wir eben jetzt. Das finde ich jetzt ein Spoiler, der gar nicht mal so schlimm ist, sondern der es noch ein bisschen interessanter auch macht. Das heißt, Kong bekommt diesen
Handschuh nicht einfach nur, weil ihm der Arm wehtut. Das passiert vielleicht überhaupt nicht. Er bekommt das Ding wirklich als Waffe. Oder es wird eben benutzt als Waffe, obwohl es eigentlich auch als Gips-Handschuh sein sollte. Und man denkt sich dann eben, gut, dann kann man aber auch da so eine Waffe gleich mit draus machen. Eine Theorie besagt übrigens, dass er hier, ich habe seinen Namen gerade nicht auf dem Schirm, quasi der Side-Charakter von Rebecca Hall's Figur, der Figur, soll irgendwas mit Apex zu tun haben und Apex soll diesen Handschuh mitentwickelt haben. Das ist nur eine Theorie. Ob die jetzt wirklich stimmt, weiß ich nicht. Noch dazu sehen wir hier auch Scar Kings Peitsche nochmal, die erneut einfach nur als Peitsche betitelt wird. Und auch hier, exakt dasselbe wie auch bei dem Handschuh von Kong, habe ich irgendwo mal gelesen, dass diese Peitsche dazu in der Lage ist, Kaiju zu kontrollieren. Ihr schreibt mir immer wieder, das ist eine ganz normale Waffe. Ey, ihr könnt das genauso wenig wissen wie ich. Das kann im Endeffekt sein und ich glaube mittlerweile auch irgendwie dran. Ich habe jetzt noch nichts wirklich gesehen, was das belegen könnte, dass diese Peitsche in irgendeiner Form eine Fähigkeit hat. Und genau jetzt in diesem Spot wäre es ja sinnvoll gewesen, das vielleicht mal mit einzubauen, wo wir jetzt auch erfahren haben, dass der Handschuh von Kong zum Beispiel, dass der eine Fähigkeit besitzt. Also ich glaube wirklich, dass die Peitsche an sich wirklich nur eine Waffe ist. Was hierbei aber interessant ist, ist, dass wir an der Peitsche selber, die ja aus dem Rückgrat eines Kaiju besteht, auch noch den Kiefer sehen können. Also das ist schon ziemlich brutal tatsächlich. Ich bezweifle, dass wir im Film sehen werden, wo Scar King diese Peitsche her hat. Das glaube ich wirklich nicht. Wäre ein bisschen zu heftig für so einen Film. Aber auf jeden Fall ist das hier ein kompletter Kaiju anscheinend, der eben dann, naja, dem das Rückgrat wohl rausgerissen wurde oder ähnliches. Ich habe keine Ahnung. Zwischendurch sehen wir auch mal kurz, wie die Figuren ihre Schreie aktiviert bekommen. Und da habe ich für einen Moment kurz gedacht, das sah so aus, als hätte Scar King hier Godzilla und Kong durch seine Schreie gegeneinander aufgehetzt. Das wäre so meine neue Theorie, dass vielleicht die Peitsche gar keine extra Fähigkeiten hat, aber dafür hat Scar King vielleicht irgendwelche Fähigkeiten. Vielleicht ist es auch ganz anders. Ich habe inzwischen wirklich keine Ahnung mehr, wie das Ganze ablaufen soll oder wie Scar King jetzt ein Chimo auch kontrollieren möchte, wenn die Peitsche echt nur eine normale Peitsche ist. Oder sie verheimlichen das Ganze wirklich bis komplett zum Schluss. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Aber das verrät uns auf jeden Fall der TV-Spot oder die beiden TV-Spots der Spielzeuge. Und ich finde, das ist schon sehr interessant. Und gerade eben die Sache mit Zuko hätte man vielleicht nicht unbedingt raushauen müssen. Die Waffe von Kong hat mich sehr gefreut, dass ich damit dann wirklich recht hatte. Weil ich dachte mir schon, ich bin doch nicht bescheuert. Ich habe das auf jeden Fall irgendwo gelesen und jetzt haben wir hier die offizielle Bestätigung. Ja, der Handschuh hat wirklich die Fähigkeit, mit Elektrizität geladen zu werden und eben dann Stromfäuste abzusondern. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Wie ist deine Meinung zum Zuko-Spoiler? Wie ist deine Meinung zu Kongs Waffe? Wie ist deine Meinung zur Peitsche von Scar King? Glaubst du, dass da echt noch eine Fähigkeit dahinter steckt? Hast du das vielleicht auch irgendwo gelesen, dass die Peitsche zur Kontrolle benutzt wird? Wäre sehr cool, wenn du da mal einen Kommentar für abgeben könntest. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.